Franz Meerstorm, Günther Willers und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Tu reviens. In zwei Tagen. Ils sont à l'étroit là-bas. Espérons qu'on n'aura pas de bagarre. Ich bin übermorgen da. Verlass dich drauf. Bade blanke Top der Deinen schwittert in den Sonnenflut. Ende haben darf an Deinen jauch ich mir ein Grotgemut. Happy Leaf, mein Nederland. Happy Leaf, mein Nederland. Happy Leaf, mein Nederland. Happy Leaf, mein Nederland. Hallo. Hallo. Was machst du hier? Ferien. Bis jetzt jedenfalls. Wie lange bist du schon da? Ungefähr eine Woche. Alles in Ordnung? Ja. Ein bisschen Schwierigkeiten mit der Dieselpumpe, aber sonst ist alles okay. Ist dein Aufleger da hinten? Mensch, so sieht vielleicht aus. Diese Sonnenbrille ist ja wirklich unglaublich. Darf ich mal aufsetzen? Lass mal, die war teuer. Was ist los, Rolf? Wo warst du? Ich habe eine Rückfahrt gesucht. Ich wollte, dass es noch einmal richtig lohnt. Der Chef hat mich hergeschickt. Ja, und die Leute hier haben mir gesagt, du wärst schon ein paar Wochen weg. Das habe ich dann auch nach Hause telegrafiert. Ja, und jedenfalls, als sie wieder auftaucht, haben mir gesagt, soll ich das Ding. Pass mal auf, Rolf. Gib mir die Maschine noch für zwei Wochen. Nochmal. Ruf zu Hause an und sag, ich bin noch nicht da. Oder der Motor ist ziemlich hin und muss überholt werden. Ich nehme das auf mich. Rolf, Scheiße, ich muss noch einmal fahren. Komm, lass es. Mir persönlich ist es egal, was du für Geschäfte aufgerissen hast, aber ich habe einen klaren Auftrag, nämlich den, diese Maschine so schnell wie möglich nach Hause zu fahren, das werde ich auch tun. Du kannst ja mitkommen, wenn du willst. Gib mir die Schlüssel. Die Schlüssel, Jan. Ist sie hin?
Es ist wirklich schade da oben. Ja, die Reparatur dauert ein bisschen länger. Ja, na klar. Was meinst du, warum ich anrufe? Natürlich mache ich die Fahrt. Ich bin morgen bei euch draußen. Ja, sicher. Okay, bis morgen. S'il n'est pas là demain, je cherche un autre conducteur, n'est-ce pas? Hey, komm, bring noch Wasser. Den Holländer da drüben, den haben sie bei seiner Firma... Ich verstehe kein Wort. Ich sag, den Holländer da drüben, den haben sie bei seiner Firma rausgeschmissen. Den? Den Holländer da hinten. Jan heißt er. Sieht sowieso aus, als wenn er ziemlich fertig wäre. Naja, ist ja auch kein Wunder. Wenn dir das passiert wäre. Alte Quasseltante. Wieso? Kann man hier nichts mehr erzählen, Herrgott nochmal, oder was? Mensch, Günther, wenn dich das alles so nervt, dann fahr doch ohne Ladung nach Hause. Kommt dich immer noch billiger, als wenn du hier rumsitzt und ewig auf deine Rückfracht wartest. Ehrlich, kannst du mir glauben? Ich krieg schon meine Ladung, darauf kannst du dich verlassen. Und dann bin ich weg. Merci, mach ich schon selber. Mensch, du bist manchmal ein derartiger Kotzbrocken. Ach, das wäre mal. Was? Ich hab gesagt, ich kann mich auch woanders hinsetzen. Das hast du nicht gesagt, du hast was ganz anderes gesagt, verstehst du? Hallo. Hallo, Jan, setz dich. Wie geht's? Oh. Wie lange bleibst du noch? Also schon noch eine Weile. Du hast eine ziemlich gute Maschine, habe ich gesehen. Sehr gut in Schuss. Leihst du sie mir für 2 Wochen? Ja, nur die Zugmaschine. Was? Ich glaube, er hat gefragt... Ich habe verstanden. Deswegen haben sie dich rausgeschmissen, wa? Weil du nicht mehr ganz richtig tickst. Mensch, er hat doch nur gefragt, ob du ihm deine Zugmaschine... Ich habe gesagt, das habe ich verstanden. Ja, dann brauchst du ihn doch nicht derart anzugiften. Und dann gib du ihm doch deine. Mich hat er doch noch gar nicht gefragt. Ich frag dich. Hä? Ich frag dich. Das geht nicht, weil ich morgen schon wieder auf der Fähre bin. Das ist der falsche Wagen, Jan. Was ist das für eine verdammte Karre? Die ist wahnsinnig schwer aufzukriegen. Ich habe mir den halben Fingernagel eingerissen. Hier, schau mal an. Ich soll vielleicht ein Pflaster drauf machen. Hast du eins im Wagen? Ja, was soll ich denn sagen? Tut mir leid. Ich hab mich geirrt, oder? Ich wollte dir deine Maschine klauen. Ganz klar. Und will sie dir immer noch klauen. Wenn du dich umdrehst, hau dich eins über den Schädel und fahr weg. Du redst Blödsinn, Mann. Wozu brauchst du das Ding? Aha, so ist das. Was ist wie? Einem kleinen Handel, was? Hä? Pass mal auf, ich bin vielleicht zum letzten Mal in Tunis. Ich bin nicht ganz gesund. Hör mit dem Gesülze auf. Glaubst du, ich schenk dir das Ding oder was? Ich hab dich gefragt, wozu du die Maschine brauchst. Ich hab eine Möglichkeit, Elektrogeräte von einer Firma hier in der Nähe nach dem Sudan zu transportieren. Ich hab schon 2 Fuhren gemacht. Eine Menge Geld damit verdient. Eine steht noch aus. Die werde ich auch noch mal. Gib mir deine Maschine und ich gebe dir ein Fünftel der Prämie. Durch die Sahara? Das schaffst du doch nie. Ich habe es 2-mal geschafft. Ich werde es auch wieder schaffen. Aha, so ist das. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich soll dich mitnehmen. Du mich? Also Moment mal.
Wenn. Überhaupt. Ja? Dann wär's ja wohl so, dass ich dich mitnehme, oder? Ist doch meine Karre. Mein Risiko. Also, das ist dein Angebot? Oh, das heißt Angebot. Ist mir einfach zu riskant, einen kranken Mann allein mit meinem Laster durch die Wüste kutschieren zu lassen. Das ist alles. Du musst eben mal ein bisschen Risikobereitschaft zeigen, nicht? Das gehört zum Geschäft. Tue ich doch gerade. Oder etwa nicht? Ich gehe die dämliche Tür auf. Damit, zum Beispiel. Salut. Salut. Ist das nicht bei deinem Camion? Nein. Die fahren zu zweit diesmal. Ah. Die Suchmaschine gehört ihm. Salut. Mensch, das ist ja ein ganz schön verrotteter Kahn, du. Kommt da eine Plane drüber oder wie ist das? Nee, erstmal nicht. Ja, die Spargel nicht und festgebunden werden. Alle schwere Gegenstände festbinden. Ich schmeiße eigentlich nicht alles herunter, was ich absolut sicher befestigt bin. Dass die so einen Mist dabei haben, das ist nicht so fassen. Sag mal, wo sind denn da die Elektrogeräte? Davon war nicht die Rede. Und siehst du, dass nichts locker ist? Alles, was in der Gegend herumfliegt, bleibt hier. Ja, das ist in Ordnung. Ja, aber wie ist das denn? Hey, dis donc. Ich habe déjà traversé le désert. Was? Ja, ne, also die Strecke noch nicht. Was passiert hier eigentlich? Il faut rentrer chez eux à travers le Sahara. Was? Durch die Sahara? Ja. Mit denen hier drauf? Also die Tour mache ich nicht mit. Die müssen alle runter. Mensch, mach mich doch nicht wahnsinnig. Siehst du, worum es geht? Red doch nicht so viel herum. Alle runter, los, sofort. En bas, en bas. Wit, 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 wit. Was will der Mann? Nur die Ruhe. Assis, assis, assis. Die bleiben drauf. Okay, sollen sie draufbleiben. Du lässt den Hänger dran. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut? Halt den Mund. Ich muss hier was besprechen. Du wolltest unbedingt mitkommen. Du hast mich erpresst, dich mitzunehmen. Jetzt bleibst du mit deiner verdammten Maschine auch hier. Verstanden? Ich denk nicht dran. Das ist mir zu gefährlich. Soll sie doch ein anderer fahren? Ja, und jemand anderes steckt das Geld ein. Das Fahrtgeld und die Prämie dieser Firma her. Das sind zusammen fast 2000 Dollar für jeden von uns beiden. Und ich werde auf das Geld nicht verzichten. Und ich warne dich, wenn du versuchst, dich wegzukommen, dann hol es dich aus deinem Fahrerhaus aus und ich bin mit dabei. Hau ab, wenn du willst, aber ohne deine Maschine. Mit dem Viehtransporter fahre ich keine Menschen. Außerdem ist es illegal. Red doch nicht so sentimental. Die Leute haben hier 5 Monate gearbeitet. Jetzt wollen die nach Hause. Und wenn sie nicht fahren, dann gehen sie zu Fuß durch die Wüste nach Hause. Jeder mit seinem Kämpel auf den Rücken. Schau dir das an. Das ist die Anzahlung. Soll ich gleich die Hälfte geben? Lass mal stecken. Hallo, qu'est-ce qu'il y a? Schon gut, wir fahren. Oder nicht? Ja. Also los! Von dir krieg ich auch noch was. Some don't know. We're taking, don't win, lose, we're moving on.
Schon über die Grenze. Nicht schlecht. Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich so weit kommen heute. Kennst die Strecke ziemlich gut, ne? Mhm. Ich bin hier schon zweimal gefahren. Wie heißt du? Sag Jim. Jim. Wie weiter? Sehr schwierig. Einfach Jim. Im Kampf haben sie auch Jim gesagt. Also, pass auf, Jim. Wir sind über die Grenze. Von jetzt ab kann es immer sein, dass wir in eine Militärkontrolle kommen. Du musst deine Leute unbedingt ruhig halten. Ihr müsst tun, was die Soldaten sagen. Egal, was sie machen, was sie sagen. Ist das klar? Klar! Die Leute sind gut. Auf die kann man sich verlassen. Was machst denn du mit dem Geld? Was ich damit mache? Was machst du damit? Wozu braucht man Geld? Um Raten abzuzahlen, oder? Das Haus, das Auto und so weiter und so weiter. Oder nicht? Ich habe Kinder, was soll das? Was ist denn das für eine Krankheit, die du hast? Wozu hast du die mitgenommen? Hast du keine dabei? Lass deine Nase aus meinen Sachen, ja? Wo bist du hier raus? In diesem Sturm kann man nicht fahren. Natürlich, bevor wir zugeweht sind. Du wirst nicht fahren. Was machen wir? Wir bleiben. Wir spannen die Plane drüber. Alle ganz dicht zusammen. Gib mir den Schlüssel. Nein. Jetzt nicht fahren. Wir fahren alle zurück. Du suchst den anderen Mann. Wie sollen die Leute nach Hause kommen? Mit dem anderen Mann. Jetzt kannst du fahren. Das müsste reichen.
Ja, was ist los? Wollt ihr noch mal übernachten? Was soll das? Mein Anteil von Haaren. Was gibt's da zu lachen? Nichts. Faites demi-tour. Pourquoi? C'est une zone interdite. Das kostet uns 1 bis 2 Tage. Was heißt das für uns? Dass wir einen kleinen Umweg nehmen müssen. Auf einer Nebenpiste parallel zur Hauptpiste. Dass wir nicht mehr über den Weg laufen dürfen. Ich will nicht, dass seine Gegner kostenlos einen schönen Laster bekommen. Das will ich auch nicht. Ja, das ist in Ordnung. Lässt du mich mal versuchen? Warum? Weil ich das schon zigmal gemacht habe. Hör mal, Willis, du bist ein guter Fahrer, das weiß jeder. Sonst hätte ich dich nicht mitgenommen. Aber du warst noch nicht hier. Erzähl kein Mist. Steig schon ein. Thank you.
Die Jungs sind doch ganz brauchbar, oder? Da habe ich was anderes gesagt. Willst du jetzt wieder weiterfahren? Ja. Nach Süd-Südost dürfen wir nicht verpassen. Da liegt der Brunnen. Wir brauchen Wasser. Wir haben fast 2 Tage verloren. Nicht schlecht. Ja, wenn du mich nicht hättest. Nach Süden, überall hin, wo nicht geschossen wird. Und bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen, ne? Mhm. Du kannst meine Pistole ruhig noch behalten. Oder hast du sie weggeschmissen? Nein, ich hab sie noch. Gut. An meiner letzten Fahrt hab ich sie nur einmal gebraucht. Wozu? Um einen Karnickel zu schießen. Das war das magerste und zäheste Karnickel, das ich je gegessen habe. Sein. Wo ist die Pistole? Ja. Willst du sie haben? Nein, behalte sie in der Hand. Anders. Also, das Militär hat die Piste in einer Länge von ungefähr 150 Kilometer gesperrt. Für uns heißt das, dass wir noch eine Weile parallel fahren müssen und dann erst zurück zur Hauptpiste können, wenn wir schon fast an der Grenze zum Sudan sind. Was waren das für Leute? Wegen denen und ihrer Freunde ist die Piste gesperrt. Wir müssen hier verschwinden, Jan. Ja, morgen früh. Nein, jetzt. Die kommen doch wieder und nicht nur zu dritt, dann bin ich den Schlepper los. Komm, mach dir nicht in die Hose. Du steigst jetzt ein, Van Haan. Wir hauen sofort ab. Es ist völlig sinnlos, nachzufahren. Okay, dann bleib hier. Es geht weiter.
sieht nicht besonders gut aus. Ne? Wie weit sind wir? 40 Kilometer. Die Piste ist westlich von uns. Müssen wir da drüber? Mann, das weiß ich doch nicht. Wahrscheinlich schon. Ich kenne mich nicht mehr aus. Wir hätten nicht nachts fahren dürfen. Scheiße. Was ist? Sieht wirklich so aus, ob wir drüber müssen. Wir probieren es hier. Ja, genau, wie beim letzten Mal. Lass mich mal ans Steuer, ja? Diesmal fahre ich. Okay, mach du es. Ihr fährt? Ja. Kann ihr das? Natürlich kann er das. Warum soll er das nicht können? Ich mache hier ein bisschen heiß, ja? Sonst wird's zu eng. Fertig? Ja, los! Ja, was ist denn los? War doch gut. Er ist zu heiß. Da sind Dichtungen im Eimer. Scheiße. Das kann doch nicht wahr sein. Kannst ja nachgucken, wenn du es nicht glaubst. Kann nur das sein. Kann man nicht reparieren? Kann man schon. Wenn man neue Dichtungen hat. Ja, klar. Die liegen hier ja nur so rum. Okay, was machen wir? Jemand muss gehen und welche besorgen. Wie lange reicht das Wasser? 4-5 Tage. Okay, ich gehe. Nein. Was nein? Ihr geht. Warum? Hör mal, ich finde die Piste auch mit dem Kompass genauso gut wie er. Außerdem komme ich bestimmt zurück. Das ist nämlich meine Maschine. Das siehst du falsch, Willis. Lass doch mal endemisches Misstrauen aus dem Spiel. Es geht nicht darum, wer bestimmt zurückkommt. Es geht darum, wer am schnellsten zurückkommt. Und um das Wasser. Eben. Und du willst also schneller sein, ne? Mensch, man kommt in der Wüste nur einen einzigen Tag ohne Wasser raus. Wenn du dich verlaufst, verdursten wir alle hier. Weil keiner von uns den Weg zum Brunnen zurückfindet. Ich kenne den Weg zur Piste. Ich bin einen halben Tag dort. Du hast doch vorhin selber gesagt, du kennst dich hier nicht mehr aus. Mensch, ich weiß, auf welche Richtung ich gehen muss. Ja, weiß ich auch. Aber ich weiß nicht, wie ich um jede einzelne Düne rumkomme. Also hör mal zu, du bist doch krank. Wenn du unterwegs schlafen machst... Ihr geht! Ende. Okay. Gut. Werd's ja sehen. Es ist ein zweiter Kompass im Wagen. Ich gehe sofort. Darf ich mal wenigstens an meinen Wagen? Danke. Die Pistole behalte ich. Ich muss uns ja sicher mal einen Kanickel schießen, ne? Das kannst du machen, wie du willst.
Der hat mein Geld mitgenommen. Hm? Na, meinen Anteil hat er geklaut. Weißt du, was das heißt? Das heißt, dass er nicht wiederkommt, dein Freund Van Haaren. Alles eingepackt, mein Geld auch. Komm, 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 ja komm, guck schon, los, da ist es. Hier, da hatte ich's drin. Er muss es genommen haben, als er seine Sachen hier gepackt hat. Die gehört ihm. Du glaubst doch nicht, wa? Arschloch. Was mit dem Wasser nicht? Du musst daraus trinken. In den Kanistern wird es schlecht. Danke. Nicht so viel arbeiten. Wenn du viel arbeitest, brauchst du viel Wasser. Was soll ich denn sonst machen? Warten, bis wir nichts mehr zu saufen haben? Heute ist der zweite Tag. Noch zwei Tage, dann haben wir kein Wasser mehr. Genau. Was ist los? Wir gehen zur Piste. Was machst du? Ich bleib hier beim Wagen. Hey, stopp mal, warte mal. Mensch, das müsste gehen. Guck mal hier. Bier drauf. Lamem-Schoß. Zwei. Deux, exactement, exactement. Impossible? Mit Kupfer klappt das, zumindest provisorisch. Na los, komm, lass mal versuchen. Hey! 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 Hey!
habt ihr das geschafft? Hier, das ist ein richtiger Künstler. Farbe! Excusez-moi, monsieur. Vous êtes allemand? Oui. Nous avons des difficultés avec un de vos compatriotes. Vous pourriez lui parler? Oui. Merci. Ganz gut. Hier, nimm dir das nächste, da ist nichts mehr drin. Aha, du willst fliegen. Die ist ja weg. Die ist gar nicht geflogen. Hier funktioniert nichts mehr. Meinst du, ich bin freiwillig noch hier? Erst habe ich getrunken, weil ich immer an euch arme Schweine denken musste. Und dann, weil dieses Scheißflugzeug nicht geflogen ist. Willst du mich verarschen? Du hast nichts unternommen und redest hier was von armen Schweinen? Ich habe keine Tablette mehr. Du tust mir auch unheimlich leid, wirklich. Du hast uns fast draufgehen lassen, hast mir $1,000 geklaut, aber das ist alles nichts gegen deine Probleme. Hä? Weg. Aha. Hast doch noch was übrig gelassen, ne? Mach's gut. Ja, wie soll ich denn hier wegkommen? Dann lass du dir jetzt mal was einfallen. Sorgen Sie dafür, dass der Herr da oben sein Flugzeug bekommt, ja? Bonne Monsieur, là-haut, son avion. Oui? Vous comprenez? Oui. Merci. Mmh.
Some like this, some like that, some don't know where it's at. If you don't get loose, if you don't.